Peru wird erneut von einer Regierungskrise erschüttert. Ministerpräsident Aníbal Torres trat am Mittwoch von seinem Amt zurück. Für seine Entscheidung gab er persönliche Gründe an. Die Kongressabgeordnete Patricia Chirinos von der Oppositionspartei Avanza País vermutet als Hintergrund jedoch Korruptionsermittlungen gegen Präsident Pedro Castillo. Wir haben alle auf den Rücktritt von Herrn Torres gewartet. Es scheint, als habe man das Datum perfekt berechnet. Ich sehe es als Teil der Strategie, die Peruaner, die Politiker im Allgemeinen und die Medien abzulenken. Torres galt als einer der treuesten Verbündeten von Präsident Castillo. Er war bereits der vierte Regierungschef seit Castillos Amtsantritt vor einem Jahr.